Wenn du grillst, dann isst du sehr viel. Und wenn du da ein Bier trinkst zum Beispiel. Dann baut sich der Alkohol im Blut trotzdem nicht schneller ab. Nee, Bloß weil du aber viel isst. pro Du fühlst dich Stunde nüchterner, aber eine, du bist es nicht. pro Stunde 0,1 Promille. Du fühlst dich nüchterner, aber du bist es nicht. Und deine Reaktionszeit ist trotzdem verlangsamt. Ja, da kannst du aber auch den Leuten dann sagen, die sich erstmal Hustensaft mit auf Alkoholbasis reinschmeißen und dann Ich schauen. kenne auch genug Leute und ich zähle mich selber mit dazu, die auf Restalkohol achten. Weil man sich ja am nächsten Tag ja eigentlich nüchtern fühlt, aber es oft auch nicht ist. Habe ich jetzt schon letztens tolle Erlebnisse gehabt, die möchte ich lieber hier nicht kundtun. Das solltest du auch nicht, wir sind immer noch oft, online. Ja, bin ich auch für. Ey, Benni, wir haben heute was Lustiges erlebt, ich und die Nicole. Das ist jetzt für die. Wie Für sind denn jetzt die heute die Kühe? gerade nicht sagen, weil sie ja nicht in Dresden wohnt, aber du kennst doch die Waldstraße. Nö. Dort, wo die Alpengalerie Parkhaus ist. Ach so, ja. Wenn du da rausfährst aus der Alpengalerie, aus dem Parkhaus und danach links fährst, kommst du nach vorne Richtung Zentrum Galerie, ne? Ja. Und da hast du ja dann. Ja gut, das müsste ich dir vielleicht zeigen, sonst wäre es echt zu schwer zu erklären. Auf jeden Fall ist einer in die entgegengesetzte Richtung auf drei Spuren gefahren. Und die Polizei ist hinter ihm gewesen, hat erstmal ein bisschen verdutzt geguckt, was er macht. Und dann das Blaulicht an und ist hinter dem hergefahren. Das war richtig geil. Wir saßen im Auto, haben fies gelacht, weil ein Sixpack stand dahinter und ein normales Polizeiauto. Und der ist Okay. einfach mal schön in die falsche Richtung gefahren, Aber weil er es dachte, passiert ihm ja, okay, das ist ja keine jetzt. Absicht gewesen. Es passiert einem ja, das ist ja keine Absicht. Benni, wenn ich dir die Stelle zeige, wirst du sagen, das ist mit Absicht gewesen, weil da waren so viele Pfeile in die andere Richtung. Es gibt Leute, die einfach verwirrt sind von der Dresdner Zentralverkehrsführung dort. Meine Mutter ist schon dort auf die Straßenbahnschienen gefahren, im Bus hinterher, weil sie einfach verpennt hat. Und da ist halt nur Bus- und Straßenbahnbetrieb. Ja, ne, aber dort ist das nie so. Ben hat einfach noch das Glauben an den guten Menschen. So. Das Glauben vor allen Dingen, nicht den Glauben, das Glauben. Wir sind heute wieder gutes Deutsch in die Tüte gekauft. Was ist das Glauben? Das Glauben an gute Mensch. Ich habe gar nichts gesagt. Nur Dummi. korrektes Deutsch. Nein, ich will Fang keinen dich, verärgern. du hast einen besseren Schulabschluss als ich, denk dran. Das hat nichts zu sagen, ob man Deutsch kann oder nicht. Eben. Gibt Leute, die gar kein Deutsch Nein. können, die haben einen Studienabschluss, ja? Ja. Aha, woher weißt du das? Weil es internationale Studiengänge in Deutschland gibt. Weil es per se auch Studiengänge in anderen Ländern gibt. Musst du gar nicht Was? internationalen. Was? Ja, Ich rede aber schon vom tatsächlich. deutschen Studienabschluss tatsächlich. Ach so. Na dann. Aber trotzdem gibt es ja in Deutschland halt englische Studiengänge. Ach so? Ja. Ach so? Ja. Ach so? Ja. Warum haben wir 7 Diamanten? Wollt ihr gefoltert werden? Weil ich die mag, ich möchte die gerne Ja, behalten, ich das sind meine umrastel das doch Diamanten. wurscht jetzt. Ach, das Ich sind deine benutze dich Füße auch. hier Wie hinten. ist denn das mit dem Qualitätsdünger? Den macht Was man ist doch denn auch mit? mit Fischen, oder? Sollen wir deswegen nicht vielleicht einfach diese unnütz gesammelten Fische aufheben, um Also erstens, wir haben keine Qualitätsdünger Fische mehr und machen? zweitens, Qualitätsdünger macht man nicht mit Fischen, sondern mit Käferfleisch. Echt? Ja, immer noch. Wofür brauchen wir denn dann was war denn das mit den Fischen? Für. Qualitätsköder? Ah ne, kühlen wir mal. Immer Geschwindwachs, Ne, Entschuldigung, Qualitätsdünger Käferfleisch Fisch. war nicht mit Dünger, sondern war. Fische. Ja, sollen wir vielleicht ein paar Fische aufheben? Ich fisch eh gerade wieder. Ja, eben, dann verkauft die halt nicht, sondern dann nehmen wir dir dann nächstes Ding für Dünger. Qualitätsdünger. Ich war beim Qualitäts. Beim Qualitäts. Quatsch, einfach nur beim Köder. Klar. Der war mit. Mit Köder, mit Dingensfleisch. Klar. Entschuldigung. Ich kaufe mir jetzt mal die Oh geilere Gott! Angel, oder? Ist das okay? Ja, kauf die geile Angel. Warte mal, Alter, und dieser Fisch! Benny, Ah! du hattest Blinker und sowas hattest du in der Truhe, oder? Ich habe da gerade einen mal reingetan, ja, einen Blinker. Welche denn? In die Fischtruhe, die vor deinem Haus steht. Die Warum hellblaue. nicht in die Sachentruhe? Da ist nämlich noch ein anderer Blinker drin. Ja. Endlich! Horkenfischgröße. Längdorsch? Den Längdorsch brauche ich doch gar nicht! Ach Mann. Oh, irgendjemand hat mir geschrieben. Oh. Ich krieg einen Fisch, Niemand. den wir nicht brauchen, und Ach, ich brauche Benni, noch kann einen übrigens Fisch. wirklich dir dann. Achso, hatte ich dir ja schon erzählt, Scheiße. Alzheimer.
Was? Wer hat Alzheimer? Felix. Offensichtlich, ja. Danke für nichts. Bitte. Bitte für alles. Oh, warum gebe ich immer den gleichen Leute Geschenke irgendwie? Schleimjäger. Oh, dann ja, machen wir das. Die Quest habe ich auch. Also vier rote Schleimis, das geht ja schnell auch ohne Spitzhacke. Das geht ja ab. Und so viel zum Thema hin und her rennen. Hm. Ja, die haben neben mir gehackt. Rustige Löffel habe ich gefunden. Ich habe eine seltene Scheibe gefunden. Das ist auch so eine seltene Scheibe. Was kriege ich dafür, dass ich eine seltene Scheibe finde? Ich habe einen rostigen Löffel gefunden. Ja, ich bin viel cooler. Oh, und ein Buch. Oh, irgendwie wird mir hier kalt. Ich weiß nicht. Ich sitze mit mir kälter, als wenn ich im Liegen eine Decke um mich habe. Komisch. Wie kommt das nur? Der ist seltsam. Frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Aber sitzt du jetzt nicht immer beim Stream? Ja, tatsächlich schon. Die letzten Male war mir aber nicht so kalt. Hast du aber Tee getrunken die letzten Male? Nee, nicht immer. Einen neuen Rekord für Tigerforellen, 38 cm. Hey, Glückwunsch. Haben wir eigentlich noch Käferfleisch? Ja, ich hab mal zwischendurch mal welches geholt, dass ich mir Köder mache. Ich hab eine merkwürdige Puppe gefunden, aber da bin ich letztens. Aber ich kann, wenn du möchtest, kann ich auch gleich noch welches holen. Ich bin nämlich jetzt eh gerade in der Mine. Das wäre super, wenn du welches mitbringst. Ja. Sonst muss ich selber welches holen gehen. Schadet dir auch nicht, ein bisschen dein Kämpfen zu leveln. Aber ich will lieber meine Angel leveln. Ich mag meine Angel. Ist noch nicht fertig hier. Ich bin nicht Level 10 beim Angeln. Ich bin Level 8 geworden letztens oder Level 9. Ich mute mal, ich krieg den Fisch im Winter nicht. Der uns noch beim Fluss fehlt. Okay, in der Mine ohne Spitzhacke ist schon doof. War eine dumme Idee. Vielleicht hole ich dir doch kein Käferfleisch, muss selber holen. Ja, hab ich einen Schwein. Okay, ich bin auf dem Weg. Ich habe gerade was gefunden, was er bei mir letztens nie gefunden hat. Was denn? Und die geheime Puppe dort, wo das Ding versteckt war. Was? Welches Ding versteckt und war? Ich bin 50 rein und 60 so macht jetzt Museum zu. Verarsch mich nicht, komm ich jetzt hier nicht drüber? Oh, dann halt eben nicht. Als ob Abigail immer zu Hause wäre. Die Mutter hat sich vorhin beschwert, dass Abigail immer zu Hause ist. Und immer wenn ich zu Abigail nach Hause gehe, ist sie nicht da. Immer. Die Mütter haben da einfach eine andere Wahrnehmung. Gehst du weg da? Merk schon. Okay. Das ist wirklich nett von dir, ich mag das. Ich schenke es immer allen Leuten Wein. Der ganze Doof ist irgendwann besoffen, aber ist mir egal. Nicht meine Verantwortung. Das ganze Doof ist betrunken, aber Benny ist zufrieden. Ja, und alle mögen mich dann, weil ich habe allen was zum Saufen geschenkt. Schnaps, Schnaps, Schnaps. Benny, ich habe eine Kokosnuss in das Ausrüstungsding getan, ich wusste nicht, wo sonst hin. Zu den Früchten irgendwo, keine Ahnung. Müssen wir ja, noch ein Wüstending bauen. Ich muss Geld verdienen, ich muss in die Mine. Okay, cool. Ich brauche neue Amethysten für dich und... Amethysten? Oh Mann, leck mich am Arsch. 50 Mal Stardew Valley spielen immer noch nicht aussprechen können. Ich sag bald einfach nur noch lilaner Kristall. Das hast du letztes Mal schon beschlossen, aber irgendwie also, hältst du dich nicht dran. Ich hab ja heute Folge 70 hochgeladen, ja? Kann ich's nachprüfen oder was? Oder was willst du uns damit sagen? Dass du es langsam mal kapiert hast. Du müsstest langsam Amethysten aussprechen können. Mal davon abgesehen, dass du eigentlich alt genug dafür bist. Amethysten. Ach, lasst mir halt meine eigene Sprache. Felixianische. Felixianisch eben. Felixianisch. Ich gründe meinen eigenen Staat. Oder Felixisch. Felixisch. Gefällt mir auch gut, Felixisch. Felixisch. Das klingt so, irgendwie wie so eine ganz alte Sprache, Felixisch. Felixisch. Mhm. Wir sprechen ab jetzt nur noch Felixisch. Mhm. Schatz, wir sprechen ab jetzt nur noch Felixisch. Ja, das versteht doch keine Sau. Na und? Ist das der Sinn? Ich dachte schon, dass das ist. Benutzt man Sprachen dazu, um sich zu verständigen. Ich habe mal irgendwo was gelesen, hat inner statt Apfel halt Tisch benutzt und statt Tisch Apfel und so. Und hat seine eigene Sprache kreiert und ist daran zugrunde gegangen.
Weil halt niemand verstanden hat. Ungewöhnlich, oder? Voll seltsam. Also ich meine, warum versteht ihr niemand? Hätte man sich auch nicht denken können. Och, bei dem Felixisch-Thema habe ich jetzt ganze 2 Zuschauer verloren. Also es liegt nicht daran, Domi, keine Angst. Das liegt nicht an mir. Okay, ich habe verstanden, ich gehe. Ich habe längst aufgehört zu versuchen zu verstehen, warum der Chat kommt und geht. Der Chat vor allen Dingen, der Zuschauer, ja? Chat ist es ja gar nicht. Ja, in dem Fall ist es tatsächlich, ich hatte nur Lurker heute. Alles Bots. Geh halt. Hallo, ich benutze keine Bots. Nein, nee, aber meine Freundin hat gerade irgendwas gesagt gehabt und dann habe ich darauf geantwortet. Nimm doch nicht alles für dich, bist du so egozentrisch. Achso, Lumi, ich habe noch mal eine Frage. Ich habe mit dir geredet, Felix, im Übrigen. Nein. Mit Ben. Aber ja, Ben. Würdest du Killing Floor 2 spielen? Was zum Henker ist das? Ein Ego-Shooter. Ein Koop-Ego-Shooter. Was willst du noch alles mit mir spielen? Wir finden ja jetzt schon kaum Zeit. Das wäre tatsächlich ein konkreterer Plan am Samstag gewesen. Wann am Samstag? Wahrscheinlich dann eher nachmittags, weil früh um 5 werde ich immer nicht dazu kriegen, dass du mit mir Killing Floor 2 spielst. Um 5 sogar eher als nachmittags, weil nachmittags bin ich bei meinen Eltern. Ja, wow. Benni, ich hätte Sonntag im Angebot, da wäre ich dabei. Samstagabend kann ich dir anbieten. Bin bestimmt gegen 8, 9 wieder da. Naja, macht das schon. Aber kostet das Geld? Nein. Ja. Ja. Wenn du es noch nicht hast, ja. Ich weiß noch nicht, wie viel das kostet. Aber du bist ja chronisch pleite, ich weiß. Ja, nach dem Urlaub jetzt wieder. Ich hatte wieder Geld und jetzt habe ich wieder keins mehr. Crowdfunding für Lumi. Das passiert, wenn das Auto kaputt geht meistens. Ich rufe Lumis Kanal von 0 Zuschauern auf für ein Crowdfunding für Lumi. Ich muss ja leider ganz ehrlich zugeben, es liegt nicht am Auto, weil das Auto und die Reparaturkosten übernehmen meine Eltern. Wow. Es liegt am Sprit. Also wir haben tatsächlich im Urlaub fast... Also wirklich kaum Geld für Essen und Kram ausgegeben, sondern wirklich viele Supermärkteinkäufe. Domi, du musst dann tanken, wenn die Tankpreise billig sind. Olaf, du bist nicht richtig hier im Puff. Aber schön, dass du fragst. Oh, hier ist ja jemand. Ja, hi. Ich dachte, ich nehme eine kleine Auszeit. Das angelt die hier auch rum, ey. Es tut mir leid, Olaf, aber ich kann strippen für dich oder so. Du kannst für ihn strippen, das finde ich aber gut. Was? Du hast gerade gesagt, dass du für ihn strippen kannst. Finde ich gut. Ja. Kannst du das auch für uns machen? Nein. Wir können ja einfach wir können es einfach ins VOD gucken. Kannst du es jetzt machen und wir gucken uns das später an. Ich weiß, ungefähr 2 Stunden 15. Ich lösche es einfach. Ich lösche es direkt. Ach, verdammt. Olaf, klipp es! Sichere es für die Nachwelt. Wir müssen jetzt langsam nach Hause, glaube ich. Olaf, du bist nach wie vor so disgusting. Disgusting? Kannst du nicht einfach deutsche Wörter benutzen? Nicht, wenn er auf Englisch mit mir schreibt. Also, auch wenn er Deutscher ist. Er macht es ja nur mich zu ärgern. Wenn er Deutsch ist! Ich kann Deutsch schreiben. Deutsch! Das wird doch so ein Lied geschickt, ne? Zum Crying. Deutsch. Oh, das hab ich falsch getippt. Natürlich hat er einen Gottschalk werden, dass er vorhin. Er sagt, ich haue so viel Zeug raus, dass man dann nur am Klippen wäre. Also, ist das super! Ja. Ja, wir legen einen Wiki-Beitrag für Lumi. Reddit freut sich. Eben, Reddit. Nimm die weg von mir, ich sterb sonst. Wieso hast du so wenig HP? Ja, weil ich in der Mine war vorhin. Ich hab noch 3 HP, danke. Wieso hast du so wenig HP? Ich husch mal ins Bett. Reddit, Program, 9gag, wo können wir es überall reinstellen? Imgur oder wie hieß das? Imgur? Jetzt hab ich den zweiten Bildschirm und nutze trotzdem mein Handy. Ist irgendwie blöd, gell? Ja, das ist ein bisschen komisch. Aber das Handy liegt jetzt so direkt in Sichtweise und für den Stream muss ich, also für das andere muss ich extra nach links rüber gucken. Das ist einfach nur eine Gewöhnungssache, Domi. Nee, ich finde das so anstrengend. Wenn ich es direkt im Blickfeld habe, ist es angenehmer. Ich hätte gerne wie Donzi. Felix. Wie Donzi wäre voll cool, so mit dem Bildschirm über dem anderen Bildschirm. Mach doch. Ich habe noch eine geheime Notiz, soll ich die vorlesen? Kannst du machen. Nee, du liest doch halt. Ach nee, das ist das mit dem 0.40 Uhr im Busch, ne? Echt? Bin ja. Fertig. Ja, dann wissen wir es jetzt wenigstens mal offiziell. Ich würde sagen, es ist jetzt der letzte Tag für heute. Benni, meine Lieben. Ich muss noch einen Channel für Stardew Valley machen. Felix, hast du es gehört? Was? Damit du nachher nicht wieder rumweinst. Die letzte Nacht. Ja, die letzte Nacht, der letzte Tag. Felix schläft immer nur. Vielleicht mache ich mir eine Wärmflasche. Ich werde heute übrigens das erste Mal nach Stardew Valley einfach weiter streamen. Cool. Echt?
Ja. Das fällt dir ein. Oh. Ich habe jetzt überlegt, dass ich, also meine, ich habe ja eine Umfrage momentan laufen, was meine Streamzeiten angeht. Momentan ist es ausgeglichen, aber... Du richtest jetzt deinen Alltag nach den... Nein, tue ich nicht. Ich möchte nur ein Meinungsbild, mehr nicht. Im Großen und Ganzen werde ich es dann doch selber entscheiden. Momentan steht sowieso 50-50. Das ist Demokratie. Obwohl ich gekonnt die Umfrageergebnisse gelöscht habe, weil ich das letzte Mal geguckt habe, da stand es noch 50-50. Das waren die Russen, oder? Wieso hast du die gelöscht? Weil ich doof bin. Was okay, aber ja. Wie löscht man Umfrageergebnisse? Weißt du, wie ich es gelöscht habe? Willst du nee, wissen? Aber ich würde es wissen wollen, ja. Also, ich hatte die Umfrage in Stream, in dem Stream-Mod auf meinem zweiten Bildschirm laufen. Und dann habe ich meinen Hauptbildschirm abgekoppelt, um am Fernseher weiterspielen zu können und habe auch den anderen Bildschirm abgekoppelt und dann war ich auf dem Fernseher und dann war der Streambot nicht mehr vorhanden. Und irgendwie hat der Streambot auch sich dadurch selbst geschlossen und das bevor ich die Abstimmung speichern konnte. Klingt komisch. War auch komisch. Ist aber so. Glaube ich hier nicht. Hast bestimmt mit Absicht weggemacht, war bestimmt hier unbehaglich, war irgendwie 100% für Lumisol früh um 7 Stream. Das stand gar nicht zur Auswahl. So, da hat bestimmt mir reingeschrieben. Ob ich täglich 2 bis 3 Stunden machen soll oder 2-mal die Woche 6 bis 7. So. Und da ich ja eh selber entscheiden wollte, sondern nur mir so ein Meinungsbild abholen, habe ich gedacht, ich probiere jetzt heute mal die 6 bis 7. Hallo Dennis, it's me. Hallihallo mein Lieber. Schön, dass du einschaltest. Einen wunderschönen guten Abend. Ja. Ich habe genug Zuschauer. Ich trinke nicht so viel, dann nach dem Bier höre ich auf. Boom, boom. Morgen sage ich wieder, nie wieder Alkohol. Nie wieder Alkohol. Da gibt es ein schönes Lied von Jürgen von der Lippe. Moin Ochi. Und warum geht das Partyhorn nicht? Oh, kann ich mein Haus vergrößern? Jetzt geht's. Ja. Nee, wir wollen doch erstmal das Deluxe-Ding hier bauen, oder? Ach so, sind wieder Dinge besser als mein, ne? Alles ist besser als dein im, Ja. Ich schon wieder die eingemachten Sachen mitgenommen. Heute hat übrigens die Oma Geburtstag. Ich hab die mitgenommen. Warum schleppst du Windeln mit dir rum? Die Omi hat Geburtstag. Ja, von Jürgen von der Lippe gibt's auch ein Lied mit Nie wieder Alkohol. Nie wieder Alkohol. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich, danke. Oh Gott, ey. Mädels, wollten wir einen großen Stall oder wollten wir einen großen Hühnerstall? Das ist mir sowas von egal. Eins von beiden, such dir's aus. Was du möchtest, so. Alkohol setzt Kräfte frei, oh wei. Das kenne ich tatsächlich, glaube ich. Wenn ihr sagt, wenn ihr jetzt keine Meinung dazu habt, werde ich erstmal meine Hütte auf, natürlich. Nein, Hühnerstall. Boah, ich hab Hühnerstall. Dann hole ich mir eine Meinung. Luxus Hühnerstall. 20.000 kostet Spaß. Das können wir uns leisten. 500 Holz. Aber irgendwann muss man, glaube ich, wirklich die Sachen den Leuten schenken, die sie wirklich mögen, glaube ich. Weil Abigail habe ich jetzt schon irgendwie 5 Geschenke geschenkt und die mag mich nicht mehr. Tja, muss man halt. Das dauert einfach. 5 normale Geschenke sozusagen. So, dann. Das dauert einfach. Goldspitzhacke! So, jetzt brauche ich Gold für die Iridium und jetzt hole ich mir noch die. Ich will mir noch die verbesserte Angel kaufen. Was, du brauchst Gold für die Iridium? Nein, jetzt brauche ich noch die Iridium. Naja, ich bin auch bei der Iridium. Die Kinder mögen Preiselbergelee nicht? Die Kinder mögen auch keinen Honig, die mögen gar nichts. Ich weiß überhaupt nicht, was sie mögen. Lumi, wer ist bis jetzt am wenigsten drauf gegangen, du oder ich? Worauf gegangen? Gestorben. So, umgefallen, ohnmächtig geworden. Ich bin weniger gestorben als du. Also ist mir doch egal. Ich zuerst Iridium. Scheiß drauf, ich bin schon auf dem Weg zur Angel. So, die Angel! Ich dachte Spitzhacke. Aber wir brauchen jetzt 20.000 für das Haus, ne, Jungs? Und Mädels? Was? 20.000? Na eben. Nee. Doch. Ich bin schon beim Fisch. Das nein. Ist, ihr könnt's kaufen. Ich bin. Ihr ist ja nicht da. Ich kann's nicht kaufen. Felix, machst du das jetzt? Ja, ich mach das. So viel zum Thema, ein bisschen nur herlaufen, ey. Ätzend ist das. Ich trinke jetzt einen Kaffee und noch hoch. So, ich weiß, was ich mache. Ich muss. Ich gehe jetzt Käferfleisch holen.
Käferfleisch, Käferfleisch, kriegt man immer da, wo man Käfer findet. In der Mine, ganz tief unten, da findet man Käferfleisch. Wir brauchen unbedingt viel Holz, wir müssen viel mehr Bäume pflanzen, Leute. Wir haben doch irgendwie 500 Holz. Ja, das reicht aber nie. Für den Luxushühnerstall brauchen wir alleine 500 Holz. Wir haben jetzt noch 300 danach übrig. Und alleine um meine Hütte zum Beispiel, um eine Stufe aufzuwerten, wenn ihr euer Zeug zum Beispiel aufwertet, braucht ihr noch mehr Holz. Also wir müssen viel mehr Bäume anpflanzen. Wir brauchen eine richtige Baumplantage. Weil komm schon, schlüpf aus. Wir hauen jetzt einfach immer Bäume ab auf dem Weg, wenn wir irgendwo hingehen. Wir müssen einfach im Zunderwald unten, müssen wir immer Bäume abreißen und pflanzen leider nach. Im Zunderwald? Ja, Zunderwald, der südliche Wald für dich. Heißt der so? Ja. Oh, Alter. Nicht so viel fluchen, Felix, ja? Hab ich keinen Grund dafür. Ne, da kommt mir gerade der in NPC entgegen, da könnte ich ausrasten. Okay, ich war zu weit weg. Ich hab kein Holz gekriegt, das war dumm. So, ich baue jetzt den Luxushühnerstall. Gerade durch Zufall. Können die blöden Maden jetzt mal ausschlüpfen? Mich ganz vergessen. Was? Die Maden schlüpfen mir nicht aus. Doch, irgendwann schlüpfen die aus, aber warum? Man muss sie gar nicht. Die geben auch so Käferfleisch. Vorhin haben sie gerade kein Käferfleisch gegeben, deswegen dachte ich, die geben. Normalerweise geben die. Aber nicht immer. Den Baum kann man nicht fällen. So, also wenn wir demnächst mit dem Stream dann wieder anfangen, nächste Woche, werden wir dann nach 2 Tagen einen Luxushühnerstall haben. Nein, ich will nicht in die Stadt. Was mache ich denn für eine Scheiße? Wem rede ich überhaupt? Ich habe zugehört, dass wir einen Luxushühnerstall kriegen. Ich habe gehört, Luxushühnerstall Holz. Nee, mit Holz wurde nichts gesagt. Eben. Er hat es aber gedacht, ich habe das gespürt. Nein. Ich denke dir auch gleich was. Kannst du überhaupt... Pfeilchen an dein Auge, denke ich dir gleich. Ich kann denken, aber ich weiß nicht, ob du wissen wirst, was ich denke. Nein, ich hätte gern Kupferbahn auf den Grabstein meines... Warte mal. Ich hätte gerne Kupferbahn auf den Grabstein meines Urgroßvaters legen. Bitte komm irgendwann heute damit vorbei, Evelyn. Ich lege auch immer Kupferbachen auf. Das ist so ein Hobby von mir. Damit er nicht mehr rauskommt. Ja, sicher, aber weiß ja nie, ne? Also. Ah, ich habe einen Schatz wieder, eine Schatzkarte. Und was ist da drauf zu sehen? Denn? Im Dorf, der senkrechte Fluss ist rechts oben. Ja, ist eine Markierung. Da war Lumi, glaub ich, schon. Kann er da mal hingehen? Ich weiß genau, wo die Stelle ist. Ach, Benny, wir wollten heute eigentlich noch. Kommt mal alle bitte runter zur Brücke. Zur Steinbrücke, wo es zum Strand geht. Ich hab jetzt keine Zeit, ich stecke mitten in der Mine. Oh, wir wollten. Bin auch in der Mine wegen Käferfleisch. Dann machen wir noch einen Tag länger. Nein. Doch, Benny, weil wir haben es noch nicht 22 Uhr. Felix, ich muss morgen früh raus. Ich habe letzte Nacht 2 Stunden geschlafen. Ich mache nicht noch länger. Jetzt hört mal auf rumzuzicken. Was wolltest du denn da unten? Ja, in die Kanalisation noch gehen. Ach so, komm, das können wir auch nächstes Mal noch machen. Ach, ne, wenn ihr noch dran denkt von uns, ne? Ach, machst du doch. Schon irgendwann ein. Zu ach, geil. Benni. Auch für die nicht. Geh eher schlafen. Ich hab's versucht. Ich habe aber letzte Nacht 3 Stunden lang oder 4 Stunden lang rumgewälzt und bin ja nicht eingepennt. Was soll ich denn machen? Ich hab, online kommen und mit uns Stardew Valley spielen. Ich hab's gestern so gemacht, ne? Ich bin 4 Uhr ins Bett gegangen, bin 5 Uhr am Handy eingeschlafen, musste 7 Uhr wieder aufstehen, weil ich mit der Katze zum Tierarzt musste. Es gibt halt Menschen, die brauchen wenig Schlaf. Das ist eine Seite von Abigails Tagebuch. Hat man die schon? Weiß ich nicht, lies mal vor. Dinge, die ich liebe. Den Duft von geschnitzten Kürbissen, einen Amethysten unter meinem Kopfkissen zu haben, Schokoladenkuchen, die Herausforderung des würzigen Aals und die Brombeerpastete meiner Mutter. Ich esse gerne. Stellt euch das mal vor, ne? Ihr schlaft mit einem Amethysten unter dem Kopf. Hatten wir nicht noch Schokoladenkuchen oder habt ihr den mitgenommen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Was ist denn das, was ich da... Ach... Na, das brauchen wir was, eh. Benni, hattest du zuletzt gefragt? Ob wir noch Schokoladenkuchen haben, weil ich weiß nicht, ob ich da mal welchen bekommen habe, aber ich weiß nicht, ob wir den verbraucht haben. Schokoladenkuchen für schleppe ich die ganze Zeit 10 Stück mit mir rum. Kannst du mir dann eins irgendwo in die Truhe wieder tun, weil eine war davon von mir. Ihr könntet auch mal anfangen, euch eine Truhe in euer eigenes Zimmer da zu legen. Wobei aber wir wollen alles tauschen und teilen. Hier Kommunismus und so, Friedenshof. Ich hau's dir in den Kühlschrank rein. Irgendwann kümmere dich noch um mit einem scheiß Kommunismusfriedhof. Ihr habt ja Bäder im Kühlschrank, den können wir OS-Lager nutzen. Da kann man was einlagern? Nein, ja. Hilfe, geh weg, Drecksvieh. Ich will Schleimis und keine Fledermäuse. Lumi, weißt du das auch?
Dass was du im Kühlschrank lagern kannst. Ja. Ich wusste nicht, dass man im Kühlschrank lagern kann. Das geht dann mit dem Kochen besser, da gab es irgendwie sowas. Was mit dem Kochen? Was hast du gesagt? Ja, du kannst direkt aus dem, wenn du aus dem, das was du im Kühlschrank hast, kannst du direkt kochen. Brauchst du nicht wieder ins Inventar. Ah, dann soll ich vielleicht die ganzen Essenssachen lieber da reinschmeißen, die ich habe. Ja. So Eier und Käse und Kram auch und Früchte. Natürlich. Wovon dein ganzer Truhe voll ist, also ich hab's da immer. Ich wusste nicht, wie man da Sachen einlagern kann. Ich hab noch nie in den Kühlschrank irgendwas reingetan. Spoilern. Ich dachte, du kommst selber drauf. Ich hab noch nie in den Kühlschrank irgendwas eingelagert. Eigentlich müssen wir mal Bennys. Für mich war das Deko. Ich hab den Kühlschrank aber auch erst, dass man direkt aus dem Kühlschrank kochen kann, hab ich auch erst relativ spät gemerkt. Ich muss ehrlich zugeben. Deswegen hab ich auch nie gekocht, wenn es so umständlich war. Ich kann eigentlich nie so ein scheiß Slimy mal kommen. Wie tief muss ich denn noch? Ja, ich brauche noch genau einen roten Slime. Für diese blöde Quest. Und ich habe genau zwei Stück gefunden bisher. So schwer kann es doch nicht sein. Anscheinend ja doch. Ja, ist irgendwie ätzend gerade. Hier ist auch aber wieder keine. Ich bin zu tief inzwischen wieder für Käfer. Ich will einen roten Slime. Ah, nur noch Käfer. Einen weit. Slime. Da oben ist einer. Du kommst jetzt her, du stirbst. Du stirbst heute. So, perfekt. So, ich brauche noch mehr Käfer. Wo ist noch mehr Käfer? Edel Käfer. Okay, jetzt müssen wir noch den Louis finden. Käfer. Oh, so stressig gegen Ende hier. Noch mehr Käfer? Schade, dass wir keine Leuchtdinger an. Keine Leuchtdinger, was? An Hütten anbringen kann. Du meinst Fackeln? Direkt an der Hütte meinst du? Leuchtdinger. Hast recht. Leuchtdinger. Ich bin der mit der geringen Schulbildung. Hallo an alle. Fackeln halt immer auf dich selber rum. Das macht mich traurig. Warum traurig? Man muss auch über sich selbst lachen können. Selbstironie, Lumi. Ja, Selbstironie. Nicht so viel hacken. Das ist kein Hacken. Scheiß Louis, ich hab's jetzt endlich geschafft, seine blöden Slimies zu erledigen und der rennt hier nicht mehr rum, oder was? Das kannst du nicht sehen. Hier auf Louis rumhacken. Ey, wenn der Idiot jetzt bei sich daheim ist und nicht mehr da reinkommt, dann kriege ich die Krise. Das ist der mit der geringen Schulbildung. Nein, es ist verschlossen. Bis 22 Uhr. Natürlich, der Typ will auch irgendwann rot, wo die haben. Ja, aber doch bitte nicht mehr. Ich hab jetzt ihm seine blöden Quest erledigt und morgen nimmt das nicht mehr an. Tja, du bist halt zu spät dran. Oh Mann. Er hat halt schon mit der Welt abgeschlossen. Pünktlichkeit wird halt bei. Ich muss, weil ich keinen Slime mehr habe. Pünktlichkeit ist halt auch bei Wohnungslosen hoch im Kurs. Ach, du warst bei Linus auch noch. Ups, hier verkleidet. Seltene Scheibe, ich glaube, die haben wir noch gar nicht. Glückwunsch an den. Die habe ich geangelt. Ja, schön, Benny. Hast du fein gemacht. Ja. So richtig schon wie meine Katze. Feiner Benny. Fein gemacht. Stirb am Zombie, Felix. Ja, fein wie gemacht. Findet. Was? Das war der feiner Benny. Ja, feiner Benny, wie meine Katze, wie gesagt. Wobei räuchert sich deine Katze auch immer selbst. Feine Katze, ja, du bist eine feine Katze. Also, ich habe gelesen, dass Loben genauso viel bringt wie ein Leckerli geben. Ja, wenn du das machst, aber nicht, wenn die Katze sich selbst lobt. Die Katze kann sich nicht selbst loben. Die hat noch nie gesagt, feiner Felix. Ja, darum ging es ja gerade. Das war ja der Witz. Das hat Felix noch nicht verstanden, glaube ich. Oh, ich will das Nilumi anbieten. Was willst du mir anbieten? Warum kann ich nicht für diese Jahreszeit? Boah, haben wir noch Diamanten? 9, ja, 6 genug. 6 Stück immer noch. Okay. Für jeden. Also 6 Stück nicht für jeden. Hahaha. 2 Stück für jeden. Ich habe übrigens die Zwergenschrift voll. Wer hat denn hier diesen blöden Weg überall hingepflastert? Och Mann, Leute, ernsthaft. Das sieht ja unglaublich hässlich aus. Ja, doppelte Wege sind hässlich. Da muss ich Ben leider richtig. Oh, das ist einfach nur wild durch die Gegend zu pflastern, sieht leider gar nicht schön aus. Kackt euch ein, ich bin der eine, der sich hier um irgendeine Schönheit kümmert. Wir hatten vorher gar keinen Weg. Ich brauche auch keinen Weg. Weg finde ich schön, aber nicht in der Menge. So ein einzelner ist okay. Mach doch wenigstens einen Schotterweg oder sowas. Der Holzweg ist halt echt nicht schick. Vor allen Dingen ist er relativ schnell weg. Scheiße! Oh, scheiße! Aber sich über den Holzweg aufregen. Ah, die Hallo TJ! Dass die Zeit abläuft. Du schaltest ja sehr spät ein. Minenarbeitsstufe 8! Ich kann so nichts dafür, dass ihr nicht mehr auf die Sachen achtet. Benny geht gemütlich ins Bett und meckert die ganze Zeit. Ich bin ins Bett gegangen. Jetzt gehe ich in die Mine, ja, nur um zu kämpfen und hack fast nichts und krieg Minenarbeit, eine Verbesserung. Aber du hast halt Sachen weggehackt. Von mir. Dass du mehr von allem machst.
Ja, dass du das merken kann. Dass du lernst, dass,